In der Kleinstadt Anciao, Portugal, bekämpfen 400 Einsatzkräfte starke Waldbrände. Hohe Temperaturen, starke Winde und niedrige Luftfeuchtigkeit erschweren die Arbeit der Feuerwehr. Die Angst ist groß, dass sich Tragödien wie vor 5 Jahren wiederholen. Bei den damaligen Bränden starben 64 Menschen, 47 eingeschlossen in den Autos bei dem Versuch, vor den Flammen zu fliehen.